Hallo und herzlich willkommen, liebe Vogelfreunde und Vogelbegeisterte, oder die es mal werden wollen. Ich bin zwar mal wieder der Florian. Und ich habe mir so gedacht, es wäre doch cool, so mal ein Video machen. Natürlich geschnitten und so, nicht Livestream, aber wo wir halt live durch die Natur gehen. Aber wenn wir sowas sehen, euch das zu zeigen. Also, ja. Ich würde mal sagen, schaut mal. Ich habe hier ein kleines Quiz für euch. Ihr seht hier eine Feder. Welche Feder glaubt ihr ist es? Schreibt es in die Kommentare, aber ich werde es jetzt trotzdem auflösen. Das ist eine Graugans. Wir sind hier in dem Graugansgebiet. Ja? Ja. Und ich würde sagen, wir melden uns wieder, wenn wir einen tollen Vogel gefunden haben. Tschüss. Also Freunde, ihr seht, wir haben da einen neuen Töter gefunden. Ich muss näher rangehen. Ich hoffe, er fliegt nicht weg, wenn wir ein ganz kleines bisschen näher. Ihr seht ihn. Klassischer Neuntöter. Man erkennt ihn am Braun an den Flügeln und an die Grau am Kopf und da ein schwarzer Strich. Direkt beim Kopf. Seht ihr? Jetzt fliegt er weg. Ihr seht, da hinten ist der Neuntöter. Und ich sage euch jetzt mal, was ich persönlich über den Neuntöter weiß. Ich weiß, der Neuntöter spießt seine Beute auf. Ihr seht, wie die großen Beute ganz prächtig im Schilf. Jetzt ist besser. Das ist der Lebensraum. Jetzt mal ein Panorama. So. Nice. Leute, dort sind gerade zwei Bachstelzen. Seht ihr? Beide im Gras. Warte, ich muss gerade selber suchen. Da. Man erkennt die am Hals, da sind sie schwarz. Da sind sie weiß, da sind sie schwarz. Und restlich sind sie eigentlich grau und am Schwanz auch schwarz. Weibchen sind ganz braun, die Männchen sind am Bauch manchmal auch weiß. Ja,